Hallo, heute ist ein richtig schöner und fantasievoller Tag für Bücher. Hier oben steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil wir unter Umständen eure Kaufentscheidung beeinflussen und wir zeigen euch hier Bücher und das sind natürlich auch nur Produkte. So, hinter der Kamera sitzt die Sena. Ja, hi meine Lieben. Und jetzt zeige ich euch den Schatz, den ich für euch entdeckt habe. Und zwar von John Moore, Nur Drachen leben länger. Schaut euch das Cover an und ihr wisst schon, worum es geht. Es geht um Drachen. Es geht um Prinzessinnen. Und es ist ganz viel Humor da drin. Ich habe das Buch gesehen und habe gedacht, Mann, das könnte die Chance sein, mal wieder einen neuen Autoren für mich zu entdecken. Und ich muss sagen, es hat funktioniert. Es ist genau mein Humor. Und aus diesem Grund hat das Buch auch 5 Sterne bekommen. Es ist märchenhaft, es ist ein bisschen durchgeknallt und es hat meinen Humor. Also, was soll ich sagen? 5 Sterne, die waren diesmal absolut gerechtfertigt. Ja, worum geht es eigentlich in dem Buch? Es geht halt um einen Ritter und dieser Ritter macht sich auf, einen Drachen zu töten. Das macht er natürlich nicht, weil er lebensmüde ist und auch nicht, weil er nach Ruhm aus ist, sondern er möchte die Hand der wundervollen Prinzessin Gloria durch diese Art und Weise halt bekommen. Ja. Funktioniert auch alles, er tötet den Drachen und die Leute kommen, um ihn zu bejubeln und er setzt an zu einer fantastischen Rede. Und dann klären sie ihn erstmal auf, dass er nicht die Hand der wunderschönen und wunderbaren Prinzessin Gloria bekommt, sondern die von der bekloppten Jane. Und die will er natürlich nicht. Und er protestiert, aber sie sagen ihm, was Recht ist, muss Recht bleiben. Du bist über die Grenze gekommen und von daher musst du die jetzt heiraten. Das gefällt ihm natürlich nicht, aber er ist ja ein gewitztes Bürschchen und kann sich da auch irgendwie wieder rausdrehen. So, das ist eigentlich so der Anfang dieser wahnsinnigen Komödie, möchte ich fast sagen. Es ist jedenfalls absolut mega klasse. So, ihr habt eine Prinzessin und diese Prinzessin Gloria liebt ihr blondes Haar, das sie gerne auch mal in eine andere Blondtönung verwandelt. Und ja, das können nur Frauen verstehen. Wenn Männer sagen, ach wieso, die ist doch blond, warum muss die denn noch blonde Farbe benutzen? Ja, die wissen nicht, was gut ist oder eben schlecht fürs Haar. Ja, das ist zum Beispiel eins, womit sie sich sehr beschäftigt. Sie liebt schöne Sachen, aber sie ist absolut ausgekocht, sie ist clever, sie tut alles, um ihren Ritter Terry zu bekommen und da schreckt sie auch nur vor ganz, ganz wenig Sachen zurück. Also mit ihr sich anzulegen, das ist schon ein bisschen schwieriger und dabei ist sie immer, also ich habe sie als absolut humorvoll empfunden. Ja, dann habt ihr natürlich den Ritter Terry, der ja gerade in einer kleinen Misere gesteckt hat, wie ihr ja schon gehört habt, aber er liebt auch seine Gloria und hinter dem Rücken der Eltern natürlich, weil er ist nicht gerade so der Ritter ihrer ersten Wahl. Da sollte doch jemand kommen mit ordentlich Pinke Pinke und die fehlt ihm. Ja, aber er ist willig und er hat Gloria ja an seiner Seite, die sich immer irgendeinen verrückten Plan ausdenkt. Dann habt ihr Roland und Roland ist eigentlich der Verlobte von der guten Gloria. Seine Familie ist mit geschnitten Brot bekannt geworden. Sie sind die einzigen Lieferanten für geschnitten Brot und wie ihr wisst, verkauft sich das besonders gut. Aber wenn wir ehrlich sind, in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so gut. Und er möchte so gerne Körnerbrot und Früchtebrot und alles Mögliche anbieten, aber seine Familie ist halt nicht dafür zu begeistern. Er soll lieber die Prinzessin heiraten und dadurch zu Macht und Ansehen und natürlich wird er auch ein guter Werbeträger dadurch. Er soll halt diese Frau heiraten. Ihm ist das eigentlich ziemlich egal, wenn er doch endlich mal backen könnte, was er wollte. Ja, dann habt ihr noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Allison? Allison, genau. Und ihr habt noch Allison. Allison ist die Tochter von einem, ja, von einem Edelmann auch, aber der ist völlig verarmt. Den hat der Bösewicht ausgenommen und er kämpft mit seinem Leben, ihm geht's nicht gut. Und Allison arbeitet nebenbei in einer Herberge als Köchin und darin geht sie völlig auf. Sie erfindet gerne Dinge, so zum Beispiel ein Gerät, womit man Brot rösten kann. Das ist also, aber ein sehr brotlastiges Buch, ne? Ja, ein sehr brotlastiges Buch. Also ein
ja, eine Stange und vorne ist wie so ein Gitter dran, wie eine riesen Fliegenklatsche, damit man halt Brot rösten kann. Und sie ist da völlig begeistert. Und natürlich, ihr hört schon ungefähr, wer da eigentlich zu wem gehört, aber der Weg dahin ist steinig. Denn es gibt auch zwei Bösewichter. Das ist einmal der Graf Bussard und der ist wirklich übel. Der quetscht die Leute um sich herum alle aus und vordergründig arbeitet er immer für den König, aber er ist ein echtes Ekelpaket. Und er arbeitet für den mittelalten Mann, ich glaube, der Berge. Der mittelalte Mann vom Berg. Der alte Mann vom Berg ist nicht mehr, es ist jetzt der mittelalte Mann vom Berg und der ist auch ein Bösewicht. Der hat auch nichts Gutes im Sinn, der ist ziemlich goldgierig, der Junge. Ja, und das sind die Leute, die natürlich irgendwo immer wieder dazwischen funken. Und das ist so ein Buch, da geht wirklich alles schief. Nichts funktioniert mal wirklich richtig, wie es funktionieren sollte. Ja, ihr habt natürlich eine eher mittelalterliche Welt. Ihr habt halt Ritter, ihr habt Pferde und Kutschen, keine Autos. Aber sie kommen auch so gut zurecht, würde ich mal sagen. Ihr habt natürlich Drachen. Mir kam das so vor, als wenn das doch, wie bei Ella Enchanted zum Beispiel, sehr in unsere Zeit, Sachen aus unserer Zeit mit reingenommen wurden. Ja, nicht unbedingt. Es ist, es gibt zum Beispiel, was ich sehr humorvoll fand, weil es überhaupt gar nicht dahin passt, ist, dass dieser Graf Bussard an seinen Fenstern diese Kleber hat, vom Sicherheitsdienst so und so überwacht. Gab es damals natürlich nicht. Wie hätte der Alarm ausgelöst werden sollen? Dadurch, dass irgendjemand wie am Spieß quiekt oder so? Tja, keine Ahnung. Also ihr habt Burgen, ihr habt einen Landsitz, ihr habt eine Herberge. Das sind so die Hauptschauplätze von diesem Roman. Und ihr habt 20 Märchenländer. Genau, und es spielt halt in den 20 Märchenländern, die alle wunderschöne Prinzessinnen haben. Aber das ist nicht so, dass da, wie in Land of Stories zum Beispiel, dass ihr da das Land von Schneewittchen habt und das Land von Rapunzel oder so. Nein, es heißt einfach nur schlicht und ergreifend die 20 Märchenländer. Ja, was haben wir dann noch zu berichten? Ja, Besonderheiten. Gibt es da Besonderheiten, außer dass ich es besonders lustig fand? Ich glaube nicht. Ja, der Humor ist so eine Sache. Der eine kann über dies lachen, der andere kann über das lachen. Ich habe mich hier wirklich wahnsinnig amüsiert. Ich fand das mega toll. Aber das ist immer so eine Sache. Also ein humorvolles Buch zu empfehlen, da bin ich immer sehr vorsichtig. Es sei denn, derjenige hat genau den gleichen Humor wie ich, dann geht es gut. So, ihr habt natürlich eine Liebesgeschichte, die von Terry und von seiner Gloria und ihr könnt es natürlich schon fast erraten, Roland und Allison sind eigentlich fast füreinander gemacht, fast schon zu gut, um wahr zu sein. Ihr habt natürlich auch Action und Spannung, ihr habt Drachenkämpfe, ihr habt eine Entführung, ihr habt Flucht dabei, Schwertkämpfe. Es geht also nicht unbedingt hoch her, aber es ist für Spannung ist gesorgt. Und ihr habt nicht nur Drachen, ihr habt auch ein anderes Ungeheuer noch. Ganz genau. Und da kommen wir jetzt auch zu der Triggerwarnung, wenn ihr es überhaupt nicht haben könnt, dass zum Beispiel so ein gutes Kerlchen getötet wird. Ich könnte das auch nicht sehen. Aber mich hat es hier nicht so emotional berührt und es kommt noch ein anderes Fabelwesen zu Schaden oder es wird auch getötet und ihr habt halt ein Pferd, von dem ihr aber auch nur, ja, ihr wisst, dass es tot ist, aber es wird halt nicht beschrieben. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den ähnlichen Büchern und das ist gar nicht so leicht, weil das ist wirklich jetzt mal was ganz, ganz anderes. Aber wir haben uns trotzdem entschieden für einmal. Humorvolle Fantasy haben wir rausgesucht. Doch. Genau. Und da kommen wir zu William Goldmans Die Brautprinzessin. Und es ist wirklich ein ganz, ganz fantastisches Buch, das hier das zum Beispiel auch... Das hat sich noch nicht scharfgestellt. Jetzt stellt es sich scharf. ...von Campino von den Toten Hosen empfohlen hat. Ich zitiere ihn jetzt mal frei. Wer dieses Buch nicht mag, der ist auch nichts für ihn. Es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch, das auch verfilmt wurde. Und es geht halt um die Brautprinzessin, wie hieß sie denn nochmal? Butterblume. Butterblume, genau. Ich wusste, dass es noch eine Blume war, aber welche nicht mehr. Es geht um die wunderschöne Butterblume und es geht halt um ihren Herzallerliebsten.
und eine Entführung und Messerkampf und Schwertkampf und ihr habt alles da drin. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Kannst du noch was zur Brautprinzessin sagen oder möchtest du noch was dazu sagen? Nee, das Hörbuch ist auch gut. Genau, und das Hörbuch ist übrigens auch ganz toll und für diejenigen, die die Ärzte kennen und auch die Toten Hosen, die sind sicher nicht immer ganz so grün, aber die, da waren sie sich einig. Bela B. spricht also auch ein Part von der Brautprinzessin. Und das andere war Jochen Malmzauer oder so. Genau, und die machen das ganz großartig. Das habe ich Sina irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt. So, dann kommen wir für die kleinen Fantasy-Leser den Prinzen von Pumpelonien, mein Gott nochmal, von Katharina Kühl. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe das Sina auch geschenkt, ich glaube zum 18. Geburtstag oder so. Zum 14. So, hier habt ihr auch Illustrationen drin. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Ausgaben davon. Ja, 3 Ausgaben haben wir. Und hier gibt es halt, mal gucken. Ein Buch, das sich auch in verschiedenen Ausgaben sammelt. Ihr habt da halt auch eine Prinzessin, Pimpinella von Pimpinien, die von einem Drachen entführt wird. Und einen Prinz, Prinz Pumpel, der widerwillig jetzt die Prinzessin retten soll, obwohl er in die Gärtnerin Marie, das Mariechen, verliebt ist. Und ja, es ist süß, es ist humorvoll, es wurde verfilmt von der Augsburger Puppenkiste. Aber ihr habt da ja eine mega zickige Prinzessin. Es ist einfach, es ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich liebe es einfach. Ich habe früher die Augsburger Puppenkiste-Version geliebt. Heutzutage liebe ich ganz besonders dieses Buch. Ich habe es auch schon ein paar Mal gelesen. Also der Prinz von Pumpelonien, natürlich eine richtig, richtig dicke Buchempfehlung, Kinderbuchempfehlung. Ja, und ihr habt so reizende Charaktere, ob es der Drache Philibus ist, der letzte seiner Art, oder den Biberbären und das Mariechen und die Zicke von Pipinien, die sind einfach großartig. Er hat noch einen Eisverkäufer dabei. Ein ganz, ganz großartiges Buch. Das kann ich euch wirklich nur, und auch als Augsburger Puppenkiste, als DVD, kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. So, dann kommen wir zu einem Autoren, und stellvertretend für den Autoren steht hier ein Buch, und zwar Eine Hexe mit Geschmack mit doppelter Portion Menschenfleisch. So, und das ist der gute Martinez. Es ist auch humorvolle Fantasy, es ist aber mit Splatter-Elementen. Zum Beispiel hat dieses Buch eine Ente, die auch mal gerade Leute tötet. Eine sehr dämonische Ente. Genau, eine dämonische Ente. Ihr habt eine Hexe, die sehr, sehr, sehr schön ist. Eigentlich sollten Hexen hässlich sein, sie ist aber sehr, sehr schön. Und er schreibt humorvolle Fantasy. Also da ist eine ganze Reihe von ihm rausgekommen an Büchern. Und wir haben auch schon einige von ihm gelesen. Also wenn ihr humorvolle Fantasy mögt, guckt da vielleicht mal rein. So oft findet man das Ganze ja nicht. Und einfach mal. Die bekanntesten von ihm sind wahrscheinlich Eine Hexe mit Geschmack und Das Diner des Grauens. Das waren auch die, mit denen wir angefangen haben. Ich schätze ihn sehr. So, und dann kommen wir zu Piers Anthony, Der Zauber von Sense. Und ich muss sagen, es ist eine ganz schöne Scharte, aber da sind gleich 3 Teile drin. Ich habe das Schätzchen per Riesenzufall, es sollte wohl Schicksal sein, im Tauschregal gefunden und dazu noch 5 oder 6 Einzelbände. Ja, alles an einem Tag. Ich bin ein Glückskind. Ich kannte das überhaupt nicht, hat mir gar nichts gesagt. Wir waren einen Tag vorher bei Jeopardy, ihr kennt ja diese amerikanische Quiz-Sendung, darauf aufmerksam geworden. Und ich habe noch zu Sina gesagt, tja, können wir ja auch nicht kennen. Kennen wahrscheinlich wieder nur die Amerikaner. Tja, und prompt haben wir es dann gefunden. Es ist eine absolut fantastische Welt. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es geht halt um das Land Sens und man muss dort eine magische Fähigkeit haben. Sonst wird man, ich weiß nicht mehr, ich glaube am 21. Geburtstag war das, wird man halt ausgewiesen. Und man darf nicht wieder rein. Die Fantasie ist auf der einen Seite vielleicht sogar kindlich. Ihr habt halt Bäume, auf denen wachsen Schuhe oder Jeans oder Medikamente. Ihr habt Drachen, Hexen, Gestaltwandler, alles Mögliche. Es ist wirklich ganz großartig. Also mir gefällt das Buch sehr, sehr gut. Ich muss jetzt noch die 3. von diesen Geschichten lesen. Dann geht es an die Einzelbände. Und die haben teilweise einen märchenhaften Charakter. Da freue ich mich schon richtig drauf. So, und dann haben wir hier
Terry Pratchett, natürlich, der muss da natürlich genannt werden. Wer Terry Pratchett noch nicht kennt, er hat verschiedene Zyklen geschrieben, aber auch Einzelbände. Es geht zu 90%, denke ich mal, um die Scheibenwelt. Das ist eine Welt unserer, nicht ganz unähnlich, allerdings mit Magie und eher mittelalterlich gehalten. Und das Buch, die Bücher von sind wunderbar. Es entwickelt sich weiter. Ich glaube nicht Mittelalter, ich würde sagen Renaissance, weil ihr habt zum Beispiel jemanden, der sehr Machiavelli halt nachempfunden ist. Ihr habt mit dem Patrizier, ihr habt Leonardo von Quirn, was ja auch auf die Renaissance anspielt. Und dann entwickelt sich die Welt weiter. Also die letzten Bücher sind dann mehr im Viktorianischen, weil dann kommt auch die Eisenbahn in diese Welt. Und er hat das viktorianische Postsystem dann halt auch damit reingenommen. Und also ihr beginnt letztlich, glaube ich, mit der Renaissance und entwickelt euch so lose weiter bis ins Viktorianische hinein. Aber vielleicht sind auch einzelne Zyklen ein besonderes Merkmal auf eine bestimmte Epoche unserer Zeit. Wir haben euch ein langes Video abgedreht, ein Terry Pratchett Special, unsere Regalbücher, das verlinke ich euch unten. Und ihr habt halt da auch eine Fantasy-Welt wie bei Nur Drachen leben länger. Und es ist eine humorvolle Welt. Und es ist sehr intelligente Also intelligenter Humor und wirklich gute Gedankengänge. Viele Menschen diesen intelligenten Humor halt nicht wirklich sehen, die einfach finden, das ist Rumblödelei. Wir sehen da durchaus die intelligenten Gedanken bei Terry Pratchett. Man kann es halt so lesen, man kann es halt so lesen. Und wenn man sucht, zum Beispiel, sehr oft wird gesucht, also er ist, glaube ich, der bekannteste von den Autoren, Humor vor der Fantasy, dann wird oft auch gesucht, was kann ich noch lesen, außer Terry Pratchett, ich bin mit meinem Pratchett durch, was soll ich jetzt tun? Und dann wird auch wieder John Moore empfohlen. Also, probiert es vielleicht auch einfach mal mit Terry Pratchett aus. Genau, und ich habe, nachdem ich seine Bücher über Feucht von Lippwig, das war Ab die Post und Schöne Scheine, habe ich wirklich die Systeme ein bisschen besser verstanden vom Post und auch von der Bahn. Bank. Habe ich Bahn gesagt? Der Bank, ja. Und das nächste, darauf kommt dann noch halt eins um die Bahn. Also das ist wirklich toll gemacht und mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, in diese Welt abzutauchen. Ja. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Buchvorstellung. Wie gesagt, wenn ihr lustige Fantasy mögt, dann solltet ihr dem guten John Moore wirklich mal einen Blick gönnen. Ja. Und wenn ihr noch Buchtipps habt wegen humorvoller Fantasy, immer dann her damit. Genau, Ma ist auf der Suche nach humorvollen Fantasy-Autoren. Also wenn euch da was einfällt, auf jeden Fall her mit euren Tipps. Und also nicht nur Elben und Orks und Zwerge hauen sich metzeln sich da nieder. Nein, ich mag das. Also wenn es wirklich sehr fantasievoll ist und dabei der Humor nicht zu kurz kommt. Ja. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann immer wir euch erwischt haben. Und wir verlinken euch noch das Hexenvideo zu den Pratchett-Büchern. Haben wir doch gemacht, ne? Ja, hatten wir damals vorgestellt, die Hexen. Gut, so, das war's dann von uns. Bis dann. Ciao.